Der Name Macaire wird mit einem bedeutenden Kapitel der Konstanzer Wirtschaftsgeschichte verknüpft. Die Macaires gehörten zu einer Gruppe politischer Emigranten, die Ende des 18. Jahrhunderts aus Genf vertrieben wurden. Die Stadt Konstanz stand Ende des 18. Jahrhunderts unter vorderösterreichischer Landesherrschaft. Weniger als 4000 Menschen lebten meist verarmt in der Stadt. Viele Häuser standen leer. In einer Denkschrift an die vorderösterreichische Regierung zeichneten die Emigranten das Bild eines aufstrebenden Konstanz. Wenn man ihnen gewähren würde, ihre Produkte steuerbegünstigt im freien Handel zu verkaufen, würden sie sich in Konstanz niederlassen. Als Gegenleistung versprachen sie eine pauschale Steuerabgabe von 12.000 Gulden. Dies war in etwa das Achtfache, das die vorderösterreichische Regierung jährlich von der gesamten Stadt als sogenannte ewige Steuer einnahm. Dementsprechend stimmte die Regierung dem Gesuch der Genfer zu. Die Mehrheit der Konstanzer teilte diesen Optimismus nicht. Für sie waren die Zugewanderten in erster Linie Fremde und Calvinisten, die zudem noch zu Konkurrenten in Handwerk und Handel wurden. Missgünstig beäugten sie die Privilegien der Genfer Kolonisten. Sie durften frei ihre Religion ausüben, konnten das Bürgerrecht für einen günstigen Preis erwerben und bestimmte Steuern wurden ihnen für 20 Jahre erlassen. Herausragender Kopf der Genfer Kolonie war Jacques-Louis Macaire, hier mit seinen Söhnen David und Gaspard zu sehen. Jacques-Louis plante in Konstanz eine Indienne-Fabrik zu errichten. Indienne-Textilien sind Baumwollstoffe, die mit farb- und waschechten indisch-exotischen Motiven bedruckt wurden. Sie dienten zur Herstellung leichter Kleidung, als Überzüge für Möbel und als Tapeten. Die Drucke entstanden in einem komplexen Fabrikationsprozess, an dem neben Musterzeichnern, Malern, Holzmodellstechern, Farbmischern und Bleichern auch ungelernte Arbeiter und Drucker beschäftigt waren. Auch das Waschen, Beizen und Bleichen in großen Bottichen und die Behandlung mit Laugen und Salzen geschah von Hand. Für seine Indienne-Fabrik hatte Macaire die Dominikanerinsel ins Auge gefasst. Dort waren seit 1235 aber die Mönche des Dominikanerordens ansässig. Da Kaiser Joseph II. Aber den gewerblichen Plänen Macaires den Vorzug gab, mussten die Mönche unter Protest die Dominikanerinsel räumen. Im Jahr 1785 konnte Macaire seine Fabrik gründen. 3 Jahre später waren bereits 81 Personen auf der Dominikanerinsel beschäftigt. Erfolgreich waren die Macaires auch als Finanzinvestoren und Bankiers. Im Jahr 1786 gründeten sie das erste Bankhaus von Konstanz. Dieses war bis in die 1920er Jahre in Betrieb. Zu seinen berühmtesten Kunden zählten Mitglieder der Familien Beauharnais und Bonaparte. David und Gaspard Macaire gelang es schließlich 1813, nach mehrmaligen Versuchen, die komplette Dominikanerinsel käuflich zu erwerben. Für einen vergleichsweise günstigen Preis von 6.500 Gulden. Die Genfer Kolonie war ein Jahr zuvor in Konstanz erloschen. Neben wirtschaftlichem Gespür besaßen die Macaires auch einen Sinn für Ästhetik. Gaspard Macaire war leidenschaftlicher Sammler naturkundlicher Objekte. Teile seiner Schmetterlingssammlung sind aktuell in der Sonderausstellung Schätze des Südens im Rosgartenmuseum zu sehen. Gaspards Schwager, Ferdinand Graf von Zeppelin, vermachte die Sammlung dem Museum. Sie umfasst heute 2500 Exemplare. Mit Moritz Macaire starb im Jahr 1868 der letzte männliche Namensträger der Familie. Die Indienne-Fabrik schloss 2 Jahre später ihre Tore. An die Spitze des Familienunternehmens trat nun Eberhard von Zeppelin.